Herzlich willkommen ein weiteres Mal und heute leider ein letztes Mal zu Mach mit, bleib fit mit unserem Stargast Eric Gauthier und Rudy, wie immer auch mit von der Partie. Und auch Rudy tanzt zu Hause nach, im Wohnzimmer, im Keller oder im Garten, so wie ihr auch. Habt ihr eifrig geübt, den Affentanz, den Pinguintanz, den Eisbärtanz und natürlich Hip-Hop. In der letzten Sendung, worum es heute geht, das erschließt sich erst im Verlauf des Gesprächs jetzt mit Eric. Eric, wir sind jetzt alle zu Hause, machen Homeoffice, machen notwendigerweise, weil die Restaurants und die Schulmensen und die Kantinen zu sind, machen auch Home Cooking. Hast du eine Ahnung vom Kochen? Ich koche sehr gerne, aber ich bin immer von den Gedanken, dass man braucht ein bisschen Zeit zu kochen. Okay. Und ich bin so immer unterwegs und beschäftigt, dass wenn ich heimkomme, muss es normalerweise schnell gehen. Okay, und was essen deine Kinder gern? Was lieben Kinder gerne? Die lieben Lachspasta, wenn du glaubst oder nicht. Ja? Okay. Wie Lachspasta. Alt sind deine Kinder? Ich habe 3, so 9, 7 und 4. Okay. So ziemlich klein noch. Und du kannst Lachspasta kochen? Das ist relativ einfach. Du machst den Lachs. Okay. Grillen, kochen in der Pfanne und dann machst du Nudeln drauf. Heute geht es nicht um Lachspasta. Heute geht es um, ja, wir kochen was auf jeden Fall mit Pasta. Aber wir kochen, sollen wir schon erzählen, was wir kochen? Ich denke, wir können erzählen. Wie kommst du überhaupt drauf? Geschichte ist so, ungefähr, was war da, 3 Jahre her. Ich war im Theater da, ich habe die Vorstellung getanzt und meine Mannschaft hat getanzt, das war im Theaterhaus. Und ich stehe da, an die Tresen, ich habe geredet mit einem Fan oder zwei und dann jemand klopft mich auf die Schulter. Das war ein ziemlich großer Mann, habe ich mich gedreht, hallo, hallo. Und da habe ich gesagt, Junge Gauthier, ich will Sie was sagen. Und er sagt, ja gerne, was? Und dann hat er gesagt, Sie sind die Jamie Oliver des Tanzes, hat er gesagt. Und dann habe ich dir angeguckt, ich habe echt gelächelt, weil ich bin ein riesiger Fan von Jamie Oliver. Vielleicht muss man erklären, wer Jamie Oliver ist. Kinder, wenn Sie kennt den Jamie nicht. Jamie ist ein britischer Koch und der ist ganz bekannt weltweit, weil Jamie hat diese magische Powers, dass der bringt die Menschen an Denken, dass die kann alle gut kochen. Und dann habe ich den Mann gefragt, warum bin ich der Jamie Oliver des Tanzes, hat er mir erzählt. Weil sie geben die magisches Glaube an alle, dass die kann auch tanzen. Das ist aber nur ein Trugschluss. Also ich tanze nicht mit, keine Ahnung. Nee, aber es ist nur Kochen. Und dann ich habe mich klug gemacht. Ich wollte einen Tanz entwickeln. Die Hälfte ist von Jamie und die andere Hälfte ist von Eric. Weißt? Und dann habe ich recherchiert, was ist einfach von Jamie Oliver und seine Spaghetti Carbonara war die einfachste Lösung. Okay, Carbonara. You need 5 things. Give me 5. Was braucht man alles für Carbonara? Ja, 5 Zutaten eigentlich. Ganz einfach, Kinder, ist immer der Spaghetti. Das fällt schon raus, weil Spaghetti Carbonara. Die anderen sind ein bisschen schwieriger. So, wir haben auf jeden Fall das Käse, das Parmesan. Na, eine ganz gute Parmesan, so alt ein bisschen. Oh, es gibt so viel Geschmack. Wir haben ein ganz fettiges Speck. Das bringt auch viel Geschmack rein. Na? Was haben wir? Wir haben, ja, Kinder lieben das nicht, aber ein guter Pfeffer. Das ist echt lecker in ein Carbonara. Und was ist die letzte? Was schätzt du? Man denkt immer, in Deutschland, man sagt immer Sahne. Es gibt kein Sahne in Carbonara eigentlich. Es ist das Ei. Perfekt. Eggy. Wir sind nicht weit von Ostern jetzt. Wir kennen, ja, die Ei steht auf alle Koppeln jetzt gerade. So, sind wir gespannt, wie Spaghetti Carbonara in Bewegung umgesetzt werden in einen Tanz mit Eric Gauthier. Viel Vergnügen euch. Ja, guten Appetit. So, Leute, wir fangen an. Wir fangen an mit den Nudeln, okay? Wir kochen jetzt vor... ganz viele Kinder. So, wir nehmen auf jeden Fall 1 Kilo Nudeln oder 100 Kilo Nudeln. So, das Packung ist auf unserer rechten Seite. Wir nehmen die und wir halten die Nudelpackung vor dem Gesicht so. Ja, einfach so. Nochmal, Kinder. Nudeln nehmen, vor dem Gesicht halten. Ja, meine Mutter hat mir erzählt, wenn man dreht die Nudeln, die fahren richtig gut ins Wasser. So, was wir müssen machen, Kinder, wir machen das rechte Hand hinter. So, drehen die Nudeln, fallen lassen in den Wassertopf. Okay, noch einmal. Ist ein bisschen kompliziert, aber es geht. Nudeln nehmen, vor dem Gesicht halten. Rechte Hand hinter, flip it, drop it in den Wassertopf. Okay, bisschen schneller, Kinder. Nudeln nehmen, vor dem Gesicht halten, rechte Hand, flip it, drop it in den Wassertopf. Gut, machen wir weiter. Ja, fettige, leckere Speck, ja.
linker Hand reingreifen, ne? Einfach das Speck reingreifen und rausholen. Ja, easy peasy. Denn wir haben ein großes Küchenmesser. Wir machen 1 Zentimeter Scheibe weg und wir nehmen das Fettrand weg. Okay, noch einmal. Speck greifen, rausholen, Messer 1 Zentimeter und Fett weg. Ja, schwuck, schwuck. Machen wir weiter. Klein hacken, links, rechts, oben, unten, egal. Alles in die Pfanne. Der Geruch kommt nach oben. Und was sagt Deutschland? Mmh, lecker. Okay, Kinder, noch einmal den Speck, ja? Speck reingreifen, rausholen, Messer. Schwuck, schwuck, klein hacken. Blub, 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 in die Pfanne. Geruch kommt nach oben. And give me. Halleluja. Okay, so Kinder, das ist der schwierigste Teil. Die Nudel und den Speck. Lass uns das zusammen machen. Nudel nehmen, vor dein Gesicht halten. Rechte Hand, flip it, drop it in den Wassertopf. Reingreifen, rausholen, Messer. Klein hacken, blub, 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 in die Pfanne. Geruch kommt nach oben. Was sagen wir alle? Lecker. Gut, machen wir weiter. So, jetzt Kinder, kommen wir zu den Eiern. Ja? Wir brauchen einen Ei und wir sind ganz nah am Ostern jetzt. So, wir wissen, aus wo die Eier kommt. Nicht von der Osterhase. Ich brauche die andere Tier, der macht die Eier. Es ist ein schwieriges Wort für mich in Deutsch. Ein Hühner, ein Huhn. So, exakt wie ein Huhn. Ja? Aus wo kommen die Eier? Von da unten. So, 1, 2, 3. Ja, ja, okay. Noch einmal, jetzt haben wir das Ei verpasst. 1, 2, 3. Super. Wir machen das Ei auf und weg. Wir gehen weiter. Das Pfeffer kommt raus. Drehen. Einfach drehen. Sehr einfach. Ja, ja. Wenn Sie wollen, nicht zu viel Pfeffer. Einmal drehen. Ich mache ganz viel rein. Wegmachen. Wir nehmen das Parmesan raus. Wir sehen aus wie Angela Merkel kurz. Aber wir reiben, 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 bis alles ist bereit. Jetzt. Wir haben eine Schüssel hier voll mit den Nudeln. Und wir machen... No, lass uns das Schüssel noch nicht nehmen. Wir nehmen die Nudeln zuerst. Wir nehmen die Nudeln raus, tragen die in die Pfanne. Wir nehmen jetzt den Schüssel. Schüssel mit Eisbeck und Parmesan rein in die Pfanne. Und jetzt, wir greifen das Pfanne an. Okay, jetzt ist das große Finale, ja? Wir flippen die Nudeln in die Luft. So, aber mit ein bisschen Hüften dazu. 1, 2, 3, 4, zum links. 2, 3, 4, ein letztes Mal rechts. 2, 3, 4, alles in die Luft schmeißen. Wir drehen uns einmal recht. Wir gucken, wo die Nudeln fallen. Das linke Hand ist das Teller. Und was sagen wir? Bon Appetit. Alright, haben jetzt alles gelernt. Sie folgen mich einfach und wir machen den Spaghetti Carbonara Tanz von Jamie Oliver und Eric Gauthier. Jetzt geht's los. So, ja. Hochkrabbeln, alle bereit? Wir sind in die Küche. Jetzt gehen wir für die Nudeln. Ja, die sind da. Let's go. Reingreifen. Vor dein Gesicht halten. Rechte Hand hinter. Los. Los. In der Wassertopf. Sehr gut. Der Speck. Messer. Klein hacken. Alles in die Pfanne. Der Geruch kommt nach oben. Was sagen wir, Kinder? Mama, lecker. Die Eier. Super. Sehr schön. Das Pfeffer. Einfach drehen, Kinder. Okay, ich mach das scharf. Sehr schön. Das Parmesan, jetzt geht's los. Sehr schön. Okay, jetzt die Nudel rausholen. Tragen in die Pfanne. Das Schüssel mit Eisbeck und Parmesan in die Pfanne. Und jetzt geht's los. 1, 2, 3, 4, links. Come on, Kids. Wir kochen jetzt. Alles in die Luft. Jetzt. Einmal drehen, guck mal, wo die Nudeln fallen, linke Hand. Bon Appetit, Kinder. Das hat Spaß gemacht mit euch. Danke, danke. Okay, Eric, thank you very much. So und voll jetzt. Du bist so voll. Ah, lecker. Und wenn wir dann mal alle wieder dürfen, dann kommt die ganze Crew zu dir zum Spaghetti Carbonara. Du kochst. Und wir wollen das natürlich auch sehen, wie das live in der Küche mit dir abgeht, mit Musik, Spaghetti Carbonara. Freue mich. Das waren 5 Folgen. Tanz, mach mit, bleib fit zu Hause mit Eric Gauthier, mit Rudy und mit Klaus-Dieter Meyer. Bleib fit,
und macht weiterhin mit und alles wird gut. Tschüss.